So, wir sind ja jetzt übrigens Level 5, das heißt, wir haben. Ah, mit Select laufe ich durch die ganzen Teile durch. Cool. Wir können ins Arsenal gehen. Und können jetzt erstmal hier unsere Augenklappe legen. Nee. Schön wäre es trotzdem mit. Charakter. Mich die Frage, was ist da besser? Freundschaftsreif, alle Stufen, gewährt 25 Stufe bis Stufe 25 einen Routinebonus von 20%. Das ist natürlich besser als. Der macht mich zwar ein bisschen stärker, aber die 25% extra Bonus sind um einiges besser. So, Lederfingerling. Anlegen. Weil der hat gar keine Boni. Nee. Das gleiche hier. Okay. Neue Schuhe und neue Handschuhe. Das ist deutlich schlecht. Hat die eigentlich andere Waffen? Nee. Okay, da haben wir noch eine. Nee, da haben wir. Was haben wir da? Da haben wir einen Auftrag. Der, ah, genau, die Demo-Pets sollen wir abgeben. Ha, toll, dreiste Eindringling. Steht auf der Stelle. Steh auf der Stelle bleiben. Bleib auf der Stelle stehen. Moment mal. Dieser Duft von frisch gebackenen Sauerteig. Oh, mit salzigen, würzigen Kruste. Papa Schal lässt mal wieder eine Runde Brezel springen. Na, dann habe ich nichts gesagt. Kannst den Senior ausrichten, dass wir hier alles im Griff haben? Der Bereich um den Bahnhof in einer Oase des Friedens. So friedlich, dass sogar kleine Mädchen hier unbesorgt alleine herumspazieren. Jedenfalls ist gerade ein Lalafell in rosaroter Robe an mir vorbeistolziert. Und die schien recht unbekümmert. Okay, da haben wir noch einen. Okay, den haben wir auch erledigt. Da oben können wir irgendwo die nächste Brezel abgeben. Genau. Bei der nörgelnden Palastwache. Meine Güte, ist das eine Hitze hier. Da ölt man den Dampfrahmen vom Silberbazar um die Wette. Na, was will man machen? Dienst ist Dienst. Proviant ist nicht wahr. Bei der Palastwache ernähren wir uns fast nur von Brezeln und Bier. Gibt nämlich guten Pudding auf die Arme. Bascharan hat wohl gerade mal wieder seine nostalgische Phase, was? Na, schönen Dank jedenfalls.
Und da haben wir eine pflichtbewusste Palastwache. Rechts, alles klar. Links, keine Auffälligkeiten. Soldat Stoppelmeldgehorsams, alles im grünen Bereich. Oh, Proviant vom guten Papaschan. Und dann auch noch die leckeren Brezeln aus dem Treibsand. Da könnte ich mich reinlegen. Sag mal, den Krug Bier hast du nicht zufällig auch doch dabei, oder? Ja, habe ich mir fast gedacht. Na, macht nix. Hopsasa. Papaschan, mal wieder. Ah, werte Abenteurerin, wie ist es denn tapferen Männern da draußen ergangen? Haben sie von auffälligen Sichtungen berichtet? Aber was fällt mir ein, dich nach einem netten Botengang auch noch als Informantin in Anspruch nehmen zu wollen? Du hast schon genug geleistet. Hier, dies sollte der Lohn für deine Mühen sein. Du hast ihn dir redlich verdient. Und wieder ein Quest abgeschlossen. Und wir haben Kommando... irgendwas. Kommando Pippale. Peitschenhieb. Du führst eine physische Attacke aus. Kohlers Bedingungen. Zusatzeffekt. Du wechselst. Zurück in die Operform. Zusatzeffekt während Operform. Kritischer Treffer, falls du... Okay. Dann mache ich aber... tausche ich die beiden aus. So, dann habe ich mich so einen rund... Tschick, 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 tschick und tschick, tschick, tschick. Da kann ich so eine komplette Kombo abfeuern. Tara, du kommst wie gerufen. Auf eine verlässliche, nicht unverlässliche Abenteurerin wie dich habe ich gerade gewartet. Es geht um eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Die Sache drängt. Also wie will ich keine Zeit verlieren? Sei so nett und hör dir die Sorgen eines alten Mannes an. Papaschan steckt ziemlich in der Bedrohung. Danke, Naltal scheint dich mit einem großen Herzen gesegnet zu haben. Also gut, die Sache ist die. Eine gewisses Fräulein Lilara verschaffte mir heute die Ehre ihres Besuches und schien meine Führung durch die Anlage des Rangierbahnhofes sichtlich zu genießen. Doch als ich für einen kurzen Moment austreten musste und zurückkam, war sie auf einmal verschwunden. Hätte ich bloß nicht so viel Tee zum Frühstück getrunken. Das Reden vom Tee macht mich gerade durstig. Ich brauche was zu trinken. Entschuldigung. Fräulein Lara ist eine äußerst wichtige Persönlichkeit. Nicht auszudenken, wenn ihr etwas zustoßen würde. Es wäre eine Katastrophe für ganz Ulda. Ich würde mir das nie verzeihen. Einige hilfsbereite Abenteurer habe ich schon entsandt. Doch mein Gewissen lässt mir einfach keine Ruhe. Ein alter Mann wie ich ist für Erkundungsgänge durch die Wüste nicht mehr geeignet. Aber du, Tara, du stehst in der Blüte deines Lebens. Du strotzt vor Vitalität. Wirst du mir helfen? Ja, natürlich werde ich helfen. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Dreh jeden Stein dreimal um. Fräulein Liara muss unter allen Umständen gefunden werden. Beim Bau des Sultans südöstlich von hier hat noch niemand nachgesehen. Eile dorthin und schau, ob du ein Lebenszeichen von ihr entdecken kannst. Auftrag angenommen. So, das heißt, dahin muss ich jetzt. Okay, hier irgendwo muss es sein. Ach, und das ist... Okay. Ja, ich hab's nicht gefunden.
Oh, Sasagan! Nun beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Lies dir die Tutorial-Texte gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Kampf vom unteren Baum des Sultans beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 8 zugelassen. Falls deiner höher ist, wirst du automatisch auf 8 heruntergesetzt. Okay. Du bist im Begriff, eine besondere Gefechtszone zu betreten. Diese Gebiete sind für entscheidende Schlachten vorgesehen, in denen besondere Umwelteinflüsse oder mächtige Bossmonster vorkommen. Zonenziele können in der Aufgabenliste eingesehen werden. Für die Dauer des Kampfes ist es nicht möglich, die rote Linie zu überschreiten, die im Feld angezeigt wird. Du verlässt die Zone automatisch, sobald dein Auftragsziel erreicht wurde. Story? Sasagan, es betrübt mich so sehr, euch Kummer zu bereiten. Durch meinen Fehler ist der wertvollste aller Schätze verloren. Ich habe gedacht, das geht automatisch weiter. Entschuldigung. Was schleicht ihr euch heran? Wer bist denn du? Ah, Lilira. Da seid ihr ja. Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch, dass der Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Ah, und dich hat wohl Papa schon hier geschickt. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden. Kehren wir zu Papa schon zurück. Oder doch nicht. Ui, Monster. Wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet, Gnädigste. Bleibt in sicherer Deckung, euer Gnaden. Mach schon, steh nicht rum. Meine Rotation-Kombo. Okay, wir kümmern uns nach gut.
Ich muss ja erstmal das Ziel auswählen. Langsam geht mir das Leben aus. Oh, wir haben gesiegt. Yeah, Spielinhalt beendet. Oh, ein Kristall. Oh mein Gott, was passiert hier nur? Kristalle, die fliegen in Final Fantasy, ist niemals gutes Sachchen. Nein, nein. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir.
wieder zurück? Ach du schon wieder. Was war das nur für eine Kreatur? Infernalische, Gesandte der Leere, Kreaturen aus dem Nichts. Sie haben viele Namen. Das also war so ein Wesen aus der ätherlosen Dimension. Wer solche Dämonen befehligt, ist kein einfacher Ganove. Hey du, hast du dich erholt? Dass du nach dem Kampf einfach umkippst. Na, kein Wunder bei der Ätherkonzentration hier. Sag mal, hast du das öfters oder willst du mich verscheißern? Was für ein Kristall? Ah, jetzt verstehe ich. Da ist uns ja ein großer Fisch ins Netz gegangen. Entschuldigt mich. Ich muss Bericht erstatten. Auf Lilera kannst du jetzt aufpassen. Begleite sie zurück. Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin kein Kind. Du siehst aber aus wie eins. Nach Hause finde ich gerade noch alleine. Uiuiui, die Ladies. Was will man da machen? Dann gehen wir wohl auch. Wir sehen uns. Sicher schon bald. Und versuch, nicht allzu häufig umzukippen. Ich glaube, ich brauche dringend einen etwas längeren Rock. So.